Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Projekt. Ich habe mir gedacht, ich schieb mal was dazwischen, bis das nächste größere Projekt kommt, beispielsweise Fallout 4 oder so. Hab derzeit ja die beiden Projekte Imperium noch und Planet Base am Laufen. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir hier mitkommen und wie gut das bei euch so ankommt. Ich bin ein Riesenfan von solchen Spielen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, worum es geht. Es geht um Naval Action. Ein Spiel, was im 18. Jahrhundert spielt. Ich sag mal Age of Sail. Also die großen Segelschiffe des 18. Jahrhunderts. Damit können wir rumtuckern und kämpfen in der Karibik. Alles ganz toll. Und ich hatte ja das Glück, dass ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube vorletztes Jahr, zum Beta-Testing angenommen wurde. Und in der Zeit hat sich so viel getan. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr gespielt. Also ich sag mal so vielleicht ein halbes Jahr oder so. Und da hat sich so viel getan. Und das ist nun mal diese Zeit und alles. Das ganze Setting ist etwas, was mich unglaublich interessiert. Also überhaupt das 18. Jahrhundert, die Geschichte vom 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert. Gut, das spielt, glaube ich, eher im 19. Jahrhundert, also 1800 bis 1900, für die, die das jetzt falsch verstehen. Und wir erstellen direkt mal einen Charakter, und zwar nennen wir uns Admiral Pappnase. Wir übertreiben natürlich, wir sind direkt sofort Admiral und sind nicht neutral, sondern Great Britain. Great. Und wir hüpfen direkt mal ins Spiel rein. Schön mit zeitgenössischen Bildern. Hier sind wir im Hafen von Kingston, Port Royal. Und ich muss gleich mal was auf meinem Handy gucken. Aber wir kaufen uns jetzt direkt erstmal ein paar Repair Kits, sicherheitshalber. Der Grund, weshalb ich das eine ganz lange Zeit lang nicht gespielt habe, ist das Anfangsschiff gewesen. Das war ein kleiner Popel, das war ein, ich sag mal, Küstenwachen, denn das war so ein Küstenpatrouillenschiff mit gerade mal 8 Kanonen. Und das war so anstrengend mit dem Teil. Und da hatte ich einfach keinen Nerv mehr drauf. Und wollte jetzt einfach mal wieder reingucken und sehe, wir haben jetzt eine Yacht, die 12 Kanonen hat. Wo steht das hier? Wird hier, glaube ich, muss irgendwo stehen. Cannons per Side, 6 Stück. Also 12 Kanonen haben wir. Ein bisschen mehr als 8. Das gefällt mir. Das nehmen wir. Und ich zeige euch mal kurz, hier hat sich einiges getan im Spiel. Gut, ich habe jetzt nichts Vergleichbares. Das Spiel ist, wie gesagt, noch in Beta. Es gibt ab und zu mal die Möglichkeit, das Spiel zu kaufen. Entschuldigung, im Moment kann man es aber nicht kaufen. Hier haben wir Upgrades und Waffen. Das sind unsere derzeitigen Waffen. Kaliber 4, also 4 Pfund-Kanonen. Und hier haben wir Events, an denen können wir teilnehmen. Guck mal, hier startet ein Small Battle in einer Minute. Das wollen wir uns doch direkt mal reinziehen. Nachher. Hier haben wir Shop und so, da können wir noch nicht wirklich viel kaufen. Vielleicht gucken wir mal, ob es hier irgendwie ein Schiff gibt. Nee, 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 nee. Das kann man auf jeden Fall alles kaufen, man kann auch handeln. Flotte haben wir hier, haben wir noch keinen passenden Rang für, obwohl wir Admiral sind, also wirklich. Schiffe gibt es hier keine derzeit, doch Yacht haben wir. Links, 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 das Schiff, was ich so überhaupt nicht mag. Katar. Wir haben derzeit 10.000, habe ich irgendwo gelesen, da 10.000 Gold haben wir. So ein Cutter wäre natürlich was Schönes. Gucken wir mal weiter. Eine Brick. Auch schön. Eine Snow noch besser. Eine Cerberus. Oh, so schön. Was gibt's denn? Ich will ja einfach mal eine Fregatte. Fregatte. Was heißt denn Fregatte? Okay. Also 48 Kanonen. Was könnte das sein? Weiß ich jetzt nicht.
Ansonsten haben wir hier noch, können wir uns Sachen craften, Möbel beispielsweise, Fässer, Blöcke und so. Da habe ich jetzt aber auch noch. Oh, wir können uns Goldstücke craften. Wir brauchen dafür nur Goldstücke. Sehr schön. Ja, das alles ist noch auf Englisch. Deutsch gibt es leider noch nicht. Tut mir leid. Aber ich werde das mein Möglichstes tun, euch das zu übersetzen. Hier können wir zum Beispiel uns eine Links bauen. Aber das will ich nicht. Außer vielleicht wegen den XP, die man dadurch kriegt. Egal. Und wir gucken doch jetzt direkt mal bei dem Event. Schauen wir mal rein. Schiff kann verloren gehen, okay. Da passiert, glaube ich, nicht viel. Sekunden noch. Ich bin der Einzige da drin. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich zeige euch direkt Open World. Wir segeln oder wir stechen in See. So, da sind wir mit unserer kleinen Yacht auf der Open World im Kingstonport. Da hat sich unglaublich viel getan. Für mich jetzt. Ihr könnt das ja nicht beurteilen. Ich hoffe, das Spiel ist nicht mehr NDA. Ich muss das gleich mal nachchecken. Ich weiß nicht, ob einige von euch jemals Age of Pirates gespielt haben. Also Age of Pirates 2, City of Abandoned Ships. Da gibt es zwei richtig gute Mods für, die werten das Spiel um 1000% auf. Da macht das Spiel richtig Spaß. Ich habe das unheimlich gerne gespielt und das spielte auch in der Karibik. Und ist aber bei weitem nicht so schön aus wie das hier. Klar, logisch, das Spiel kam, glaube ich, ist glaube ich von 2009. Aber was es schon gar nicht hatte, ist das hier. Eine riesen Map der Karibik. Im Spiel. Ja, war dieser Teil hier, konnte man befahren, aber überhaupt nicht so detailliert. Ich sag mal, da waren vielleicht 10, 12 Inseln. Ein paar davon hatten vielleicht zwei Häfen, alle anderen hatten einen Hafen. Und jetzt guckt euch das mal an, was wir hier haben. Das Ganze ist alles akkurat. Am Anfang dieses Open World Prototypes gab es die Map noch nicht. Da musste man tatsächlich mit Hilfe von Google Maps navigieren und das hat auch funktioniert. Also akkurat hier alles. Da war eine Fregatte, die hat aber doch Großbritannien steht da. Und da ist eine Schlacht. Oder war eine Schlacht? Wir schauen uns das mal an. Das ganze Spiel ist nicht Arcade. Also es ist schon. Geht schon in Richtung Simulation. Ihr seht, wenn wir jetzt zum Beispiel, haben wir gerade gemacht, jetzt direkt gegen den Wind fahren, dann kommen wir nicht wirklich weit. Wir müssen also in diesem Fall Zickzack-Linien fahren. Bei diesem kleinen Schiff ist das noch okay. Bei den größeren Schiffen mit zwei oder drei Masten, muss man dann schon Ahnung von beispielsweise dem Tacking-Manöver haben. Was haben wir denn hier? The Brick. Ist das ein Spieler? Nein. Da haben wir noch was. Eine Fregatte, da haben wir auch was. Wie gesagt, wir sind Briten, wir legen es uns also nicht mit britischen Schiffen an. Warum auch? Und ihr seht hier, dass wir noch protected sind. Und durch den Hafen von Kingston.
Und während wir hier schippern, wollte ich jetzt direkt mal nochmal was nachgucken auf meinem Handy. Und zwar sehr schön, ja. Ich hatte mich gerade gewundert, weil da einmal Kingston stand und Port Royal. Hier. Kingston, Port Royal. Und ja, ich wollte einfach nochmal sicher sehen gehen. Also das hier ist definitiv Jamaika. Und Port Royal, das hier, ist den meisten bekannt unter Port Royal. Das war ja seinerzeit, sag ich mal, die britische Hauptstadt in der Karibik. Und darum starten wir da natürlich auch. Und was unser Ziel ist, wir wollen erstmal aus dem Wind hier, beziehungsweise ein bisschen mit dem Wind segeln. Aber wir möchten gerne hier rumschippern, hoch nach Kuba, weil Kuba ist Spanisch und da möchten wir uns vielleicht ein bisschen kloppen. Oder ich möchte mit euch zusammen mit einem Spanier kloppen. Ich habe schon eine Folge davon aufgenommen, die habe ich aber verworfen, weil ich dachte mir, ich kann es besser machen. Da habe ich mich nämlich entschieden, hier an dieser Seite lang zu segeln und das dauert. Also die Wege hier sind scheinbar extrem lang. Und darum segeln wir jetzt an dieser Seite hier lang, weil die einfach kürzer ist. Und gucken wir, ob wir vielleicht hier ein bisschen die Häfen abfahren können und gucken, ob ein kleines Handelsschiff, ob wir das auftreiben können, aufreiben, kapern und mitsamt der Fracht verkaufen können. Weil mit größeren Dingen sollten wir uns vielleicht noch nicht anlegen. Mit der Links könnten wir uns anlegen. Hey. Uiuiui. Komm, gib Gummi. Da ist ein Gefecht. Da ist ein Gefecht. Das kann ich euch dann direkt mal zeigen. Combat is too far. Dann müssen wir hier im Zickzackkurs dahin segeln. Und die Franzosen haben natürlich überhaupt gar keine Chance, aber ich zeige euch einfach mal das Kampfsystem. Und je größer die Schiffe sind, umso cooler ist das einfach, muss man sagen. So, wie mache ich das denn jetzt? Wie nehme ich daran teil? R? Leertaste? Ich möchte gerne daran teilnehmen. Wie ging das denn nochmal? Oder ist das jetzt schon dicht? Kann ich da überhaupt noch zu? Das ging doch auf. Och, jetzt nervt mich doch nicht. Wir gucken schnell die Kontrollen durch. Ihr seht, wir können hier auch, wenn wir zum Beispiel die Victory oder so haben, die ja drei Kanonendecks hat, plus das Upper Deck halt eben noch ein paar Kanonen drauf, können wir halt ja, jedes Deck einzeln ausschalten. So, aber wir wollen jetzt hier gucken, Lock Sektor, keine Ahnung, was das heißt. Ich meine aber mit R habe ich das gemacht, früher. Vielleicht können wir daran auch einfach nicht mehr teilnehmen. Gut. Dann schippern wir davon jetzt mal weg.
Ich sag mal so, 80% der Schiffe, die hier rumschippern, mit denen können wir uns sowieso nicht anlegen, weil die in der Regel eine fette Klasse über uns sind. Das Gefecht auch schon zu Ende. Und wir geben gerade richtig Gummi, ja. Ich habe wieder nicht auf den Wind geachtet. Die 74, das heißt, das sind Third-Rate-Ships mit 74 Kanonen. Das nennt man halt voll ausgesprochen, das sind halt Ships of the Line. Oder zu Deutsch Linienschiffe. Warum? Weil diese Schiffe so groß sind, dass Manövrieren mit denen nicht viel Sinn macht. Und darum in größeren Verbänden bilden die Schiffe, also beider Nationen halt Linien und schießen dann quasi in Linienformation ihre Batterien ab. Darum heißen die Linienschiffe. So, ich würde jetzt hier gerne ein bisschen vorwärts kommen. Ihr seht, wir machen gerade nur 6 Knoten. Das möchte ich gerne ändern. Unantastbar. Ist das ein Spieler? Aber normalerweise werden Spieler mir doch angezeigt. Also viele Leute, die das Spiel spielen, die sind halt eben auch völlig vernarrt in diese Zeit wie ich. Und die werden sich bestimmt schlapplachen, wenn die mich mit der kleinen Yacht hier sehen und dann lesen Admiral Pappnase. Ja, weil ein Admiral schippert natürlich mit einer kleinen Yacht rum, obwohl das ist eigentlich auch kein Kriegsschiff gewesen, das hier, sondern tatsächlich ein persönliches Luxusschiff von irgendwelchen hohen Herren. Und zur Sicherheit waren die halt eben bewaffnet mit 6 beziehungsweise hier 12 Kanonen. Und ich möchte hier gerne an die Ecke vorbeikommen. Das sieht doch schon mal schön aus. Dieses Schiff kann relativ gut gegen den Wind segeln. Überhaupt Cutter und so, die ganzen kleineren Schiffe. Die haben halt eine, sag ich mal, Architektur, beziehungsweise eine, die Segel sind so gesetzt, dass das funktioniert. Bei den größeren Schiffen muss man wirklich, wenn man hier gegen den Wind wechseln möchte, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Manöver hier machen würde, das ist mit dem Teil kein Problem. Aber mit jedem größeren Schiff müssen wir dann diese Tacking-Sequenz machen. Dann können wir die vorderen Masten und hinteren Masten drehen. Sodass der Wind eine Rotation unseres Schiffes um die eigene Achse verursacht. Darum will ich das Ganze nicht Arkade nennen. Ich fand es relativ einfach, das zu. Das scheinen illegale Güter zu sein. Ich will mich trotzdem jetzt nicht mit dem. Ich weiß nicht. Nee, das sprengt den Rahmen. Das hier ist erstmal ein kleines Infovideo. Ich werde natürlich ein bisschen ohne euch weiterspielen, weil das frisst hier natürlich auch ein bisschen Zeit, das Spiel, und ich möchte nicht, dass wir bei Folge 20 immer noch mit dem Schiff hier rumsegeln.
Darum werde ich im Off auch etwas Fortschritt machen, damit ich euch halt eben möglichst viele Aspekte des Spiels zeigen kann und möglichst viele Schiffe. So, wir sind jetzt Port Moran oder Morant oder wie auch immer. Nee, das ist Kuba. Hier sind wir. Da können wir gleich kommen. Da können wir gleich hier Richtung Norden segeln. Das passt ja auch recht gut mit dem Wind. Und ich wollte gerade eigentlich irgendwas noch gesagt haben. Naja, was soll's. Ja, wir geben gerade natürlich wieder richtig Gummi. Der Wind dreht sich jetzt bestimmt so, dass er direkt aus Richtung Norden bläst, wo wir ja hinwollen. Jetzt fahren wir mal mit Kurs Richtung Norden. So halbwegs. Und genießen den Sonnenaufgang. Das Ganze läuft mit der Unity Engine. Was ich ein bisschen schade finde und was sie bisher anscheinend noch nicht hingekriegt haben, ist, wenn diese Schiffe da tatsächlich nebeneinander stehen und sich da mit Breitseiten bombardieren, dann fetzen die Segel immer so hin und her. Müsst ihr mal gucken bei Seeschlachten von Empire Total War, da sieht man das sehr schön. Da schlagen ja auch Kugeln, durchschlagen auch die Segel und dann fetzen die mal so hin und her. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das hier im Moment noch nicht geht. Scheint an der Unity Engine zu liegen, dass es da Probleme gibt. Aber wir schauen mal. Gibt ja auch Entwickler, die entscheiden sich komplett auf eine neue Engine umzusteigen. Machen doch jetzt noch ein Nahview, ein Close-up von dieser schönen Yacht. Da. Was ich mir gerne noch wünschen würde, was es bei Age of Pirates gibt, dass wir auf unserem Schiff tatsächlich herumlaufen können. Das ist mir bei solchen Spielen immer sehr wichtig. Aber das geht hier leider nicht. Beziehungsweise noch nicht. Dementsprechend können wir natürlich nicht wie bei Age of Pirates durch Häfen latschen und über Inseln latschen. Das geht hier leider nicht. Wir sind hier wirklich auf unserem Schiff gefangen, sage ich jetzt mal. Mit diesem schönen Sonnenaufgang sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt wohl eher so ein kleines Infovideo. Ich mache noch ein bisschen Fortschritt und wenn es eine nette Schlacht gibt, seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Bis dann. Tschüss.